Aber Knife! It's a knife! Oh yeah, das läuft gut. Jede Folge Knife, das ist der Dream. Das ist der Dream, der Dream ist real, der Dream lebt. Und wir kriegen direkt die nächste Shitty Item, obwohl die habe ich noch nicht. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Case Clicker. Das schöne Spiel, wo man Cases aufmachen kann, bis man umkippt. In der letzten Folge, nachdem ich mein super geiles Karambit Statrack $500 Knife gezogen habe, bin ich jetzt hyped. Ich bin hyped. Ich habe so viele Cases angesammelt. Ich habe ein Weapon Case, sau selten, drei Bravo Cases. Wupp, wupp. Auf jeden Fall habe ich wieder viel vor und ich sage mal, lass uns mal anfangen. Yo. Tak, 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 tak. Mal gucken, wie lange es braucht, bis wir ein zweites Knife. Wisst ihr, was ich geil finde, wenn ich zwei Knives in einer Folge hätte? Das wird Spaß machen. Das wird Spaß machen. Oh, da wäre ich so happy bei. So, aber der Anfang geht schon mal wieder recht gemütlich los. Und mal gucken, wie lange meine Geduld durchhält, bis wir hier endlich ein Knife haben. Ach, richtig. Ist es ein Knife? Ist es ein Flugzeug? Ist es eine AK-Kartell? Nein, es ist ein Diebel. Ah, Factory. Gib mir was Gutes, Game. Das habe ich noch nicht. Tak, 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 tak. Das ist so unbefriedigend. Das ist so unbefriedigend, wenn das rennt und rennt und rennt und rennt. Man denkt, ja, es passiert was. Es passiert nichts. Und man fliegt am roten Item vorbei. Auch wenn ich die Fire Elemental schon habe, aber dann könnte ich die irgendwie tauschen oder sonst was. Come on, Game. Pinkes Item. Nach 20 Cases. Ihr habt mir ein pinkes Item versprochen. Ihr habt... Nicht hier schon wieder. Oh, ich krieg so einen dezenten Hass immer, wenn die Negev kommt. Letztes Mal habe ich auch nicht hingeguckt, oder? Ich habe meine Augen geschlossen, bis das Knife kam und dann BÄM! Kaketta kommt. Oh, eine Chamäleon. Zu blöd, dass ich die schon habe, aber hey, es ist rot. Es ist rot. Rot ist gut. Pink wäre noch. Mehr Pink ist eigentlich gar nicht mal so geil. Rot ist geiler. Und. Yay! Yay! Es läuft, es läuft. Endlich mal eine neue Waffe, die ich noch nicht hatte. Und dazu noch Pink. Pink ist gut. Das läuft inzwischen. Das kommt gut hier. Dann trifft man wieder die... Oh yeah. Nice. Pink. Und ein Tiger, den ich noch nie hatte bisher. Ich freue mich, wenn ich Items nie hatte. Und ich freue mich besonders, wenn die eine hübsche Farbe haben. Wie Pink, Rot oder Gelb. Blau... Mag ich irgendwie nicht mehr gar nichts. Hätte ich diese Spiele, mag ich Blau überhaupt nicht. Come on, Gim, come on. Ich guck auch nicht hin. Du kannst mich überraschen. Bam! Es ist okay. Es ist Pink. Ich hatte es noch nicht. Kann man auch definitiv nicht meckern. Ich meckere nicht. Wenn jetzt noch ein Knife kommt, meckere ich überhaupt nicht mehr. Aber wir kriegen eine Urban Hazard. Das Breakout Case ist eines der wenigen, die ich fast komplett habe. Ich glaube, mir fehlt... Okay. Water Element, ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe. Mal gucken, was fehlt mir eigentlich noch bei Breakout? Die roten Items, ne? Ansonsten habe ich alles. Ich habe echt alles, bis auf die roten Items inzwischen. Eine Cyrex und eine Asimov. Wann wohl die droppen werden? Oh, der Luck ist real. Der Luck ist real. Wann droppen die wohl? Bam, direkt beim nächsten Case Opening. Dream. Der Dream ist on. Come on, die Asimov noch dazu geben. Die Asimov, I believe in you. Nicht die Negev, bitte. Ich will die nicht mehr. Wir setzen unser Abenteuer fort mit dem Vanguard Game. Wegen demselben Shit wie immer. So, was fehlt mir beim Chroma Case? Chroma Case habe ich auch schon fast komplett. Mir fehlt eine Manowar und eine Kartell. Sonst habe ich alle. Wenn ich jetzt noch eine Kartell oder eine Manowar kriegen würde, wäre ich happy mit der Grotte. Habe ich auch schon viermal. Oh yes! Yeah. Yes! Eine Karambit Trust Code! Nicht ganz so geil wie mein letztes Knife. Und es ist schon wieder ein Karambit, aber Knife! It's a Knife! Oh yeah, das läuft gut. Jede Folge Knife, das ist der Dream. Das ist der Dream, der Dream ist real. Der Dream lebt und wir kriegen direkt die nächste Shitty Item. Obwohl, die habe ich noch nicht. Factory News, Dead Track. Hey, ich bin happy. Sobald ein Knife kommt, ist alles wieder geil. Sobald ein Knife kommt, kannst du noch so viel Shit ziehen, weil dann hat sich's gelohnt. Krass. Mal so Chroma 2, da habe ich noch sehr wenig von. Von daher, jedes Item welche. Okay. Eine Wormgod. Aber auch ganz knapp an einem gelben Item vorbei. Das ist der Real Dream. Zwei Messer in einer Folge. Das wäre geil. Männer aber nicht so ganz. Aber auch ein Routers-Item. Hätte ich nichts gegen.
Schade. Jetzt habe ich von der Wurmgott langsam zu viele. Eins war geil, ein zweites ist irgendwie kack. Come on. Zweites Knife. Zweites Knife. Das wird auch so geil. Das wird geil. Das wird geil, Game. Geil, Game. Geil. Geil, Game. Geil, Game. Das wäre so geil. Come on. Bam. Sagt es mir. Sagt es mir. Sagt es mir. Ihr seht mich nicht. Bam. Rot. Rotes Item ist gut, auch wenn es nur 3 Dollar wert ist. I don't give a shit. Rot ist rot. Und ich habe nicht mal hingeguckt. Ist das schön? Das ist schön, wenn sowas Geiles droppt, wenn man nicht hinguckt. Shadowcase is love. Shadowcase is real. Boom. Ach, so close. So close an Pink. Pinkes wäre auch noch nicht schlecht. Wir haben auch eine ziemlich gute Ausbeute. Hey, man will immer ein bisschen mehr, oder? Man will immer ein bisschen mehr. Und 7 Weapon Cases 3. Aber dann macht man 3 weitere Weapon Cases 3 auf und kriegt nicht. So, wir arbeiten uns hoch. Wir machen den Weapon Case 2 auf. Und kriegen wieder mal. Okay, Weapon Case 1. Eines der seltensten. 45 Dollar pro Case kostet das Ding. Und wenn hier jetzt nichts Gutes drin ist. Dann gehen wir zu den Bravo Cases über. Ha, ha, tricked. Come on, Bravo Case. Jetzt wird das Shit real. Jetzt wird das Shit real. Weil hier ist eine Fire Serpent drin. In dem Ding ist eine Fire Serpent drin. Und wir kriegen natürlich nichts davon. Irgendwie schon leicht abgefuckt, oder? Come on. Die Dinger sind so selten. Da ganz hinten war was Rotes. Ich habe einen roten Streifen gesehen. Letzter Case. Letzter Case. Und es wird laut. 3 Bravo Cases und ich krieg nur blauen Trash. Ja. Wir machen Distinguished Master 3. Master Guardian bin ich jetzt. Woop, 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 woop. DMG, DMG. Eye of the Gaben. Erhöht die Chance, einen Setrack-Skin zu finden. Ja, hätte ich die mal früher gemacht. Danke. So, guckt euch die Ausbeute an. Ist das nett? Ich habe 3 Knives, 2 Karen Bits, 180 Dollar, ein 500. Oh, ist das Ding sexy. Das Ding ist immer noch so sexy. Ah, das neue Karen Bit ist eigentlich hässlich, aber Knife ist Knife. Aber ich würde sagen, die Ausbeute heute war richtig gut, oder? Wir haben eine Cyrex, wir haben ein Karen Bit Knife, eine Menge pinke Items. Also ich bin zufrieden. Wenn da so jede Folge läuft, bin ich hier auf jeden Fall mit dabei. Aber das alles ist nur ein Aufbau dafür, was ich jetzt in der nächsten Folge machen werde. Und zwar das riesenfette Cobblestone Pack Opening. Ihr seht ja, dass ich sehr viel Geld habe inzwischen, ne? Ich habe ja 2000 fast und ich will die Cobblestone hier aufmachen. Dieses Souvenir-Package, weil dort gibt es die Dragon Lore. Dort gibt es die Dragon Lore. Dieses motherfucking Ding da oben links. Die will ich haben. Ich werde mir 30 Stück von den Dingern kaufen. 30 Stück kosten 1800, 40 kosten 2400. Das heißt, ich muss jetzt sehr viel klicken und in der nächsten Folge gibt es eine fette Dragon Lore. Das wird die Hand Road to Dragon. Road to Dragon nenne ich das, bis ich dieses Dragon Lore habe. Ich werde so viel Money sammeln. Klick mal hier oben rechts auf das i, dort findet ihr weitere Case-Clicker-Folgen und andere lustige Videos. Gebt dieser Folge mal einen Daumen hoch, wenn ihr die Dragon Lore in der nächsten Folge sehen wollt. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt und gebt mir Flosse.